Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video geht es um ein Thema, was viele von euch beschäftigt hat, nämlich wie schafft man es, seine alten Boxen, seine alten Lautsprecher und so weiter smart zu machen? Wie kann man sich sein eigenes Multiroom-Audiosystem mit dem wenigsten finanziellen Aufwand aufbauen? All das gucken wir uns jetzt gleich einmal an. Wie immer an dieser Stelle die Bitte von mir an euch, wenn ihr mich hier auf YouTube noch nicht abonniert habt, lasst ein Abo da, dann verpasst ihr nichts mehr. Mehrfach die Woche gibt es alle News, Reviews, Tests und so weiter aus der Smart Home und aus der Technikbranche exklusiv hier bei mir als Video, deswegen lasst ein Abo da, dann seid ihr immer auf dem aktuellsten Stand. Die Antwort auf all eure Fragen bezüglich Smart machen von alten Lautsprechern, Multiroom-Audiosystem mit möglichst wenig Geld aufbauen, mit den vorhandenen Mitteln arbeiten, lautet Audiocast, beziehungsweise vielleicht auch Google Chromecast. Aber Google Chromecast haben wir uns schon angeguckt, der große Vorreiter von Google damals, großes Streaming-Modul. Jetzt haben die Drittanbieter nachgezogen und haben Audiocast auf den Markt geworfen. Audiocast kann im Prinzip alles, was Google Chromecast kann, nur noch ein bisschen mehr und ist meistens, man muss sich das immer so ein bisschen gegenrechnen, ein bisschen günstiger. Ich habe euch natürlich alle Links zum Produkt einmal in die Videobeschreibung gestellt. Dort könnt ihr euch das nochmal selber durchklicken und selber in aller Ruhe durchlesen. Der Audiocast selber kommt zunächst einmal in einer sehr schlichten Verpackung. Die Verpackung selber bietet schon mal kleine Einblicke darin, was das Gerät leisten soll und leisten kann. Wenn wir uns das Gerät einmal hier angucken, sehen wir zunächst einmal, hat das Gerät verschiedene Möglichkeiten, die natürlich perfekt für die meisten Smartphones sind. Nämlich, das Ding kann natürlich ganz normales Audio-Streaming, es kann das normale Apple AirPlay, es hat Spotify Connect und lässt sich gleichzeitig auch noch mit zwei Speakern pairen. Das heißt, ihr könnt das Ding mit zwei Lautsprechern verbinden und könnt damit einen optimalen Stereo-Sound schaffen. Also das ist für alle die, die sich natürlich hiermit ein eigenes Multiroom-System aufbauen wollen, absolut optimal. Standardmäßig sind schon verschiedene Dienste kompatibel, nämlich Pandora ist dabei, Spotify ist dabei und Tidal ist dabei und ein eher kleinerer Dienst, nämlich VTuner, ist auch mit dabei. Auch das so ein kleiner Angriff auf den großen Konkurrenten und natürlich auch auf Sonos und so weiter, die das auch standardmäßig schon implementieren. Und von daher sehr, sehr großer Pluspunkt. Packen wir das Ding einfach mal aus und gucken, wie einfach es dann wirklich auch in der Handhabung ist. Zunächst einmal fällt auf, das Ding ist wirklich winzig. Das Ding ist noch ein bisschen kleiner als der Chromecast von Google. Wirklich absolut klein und handlich. Mitgeliefert wird einmal ein Line-In-Kabel. Damit könnt ihr dieses Gerät, diesen Transmitter sozusagen, mit eurer Box verbinden, mit eurem Lautsprecher verbinden. Und auf der anderen Seite müsst ihr das Ding natürlich mit Strom versorgen. Aber genauso wie beim Google Chromecast wird hier kein Stromadapter mitgeliefert, sondern nur ein Micro-USB-Kabel. Und dieses Micro-USB-Kabel kann man dann mit einem ganz normalen, beim ganz normalen iPhone oder generell Smartphone-Auflader und so weiter mit dem Strom verbinden. Da ist wirklich absolut alles möglich. Und bei dieser Preiskategorie fände ich es schon fast gut, wenn man mittlerweile das standardmäßig mitliefern würde. Aber haben die ganzen Konkurrenten auch nicht gemacht. Von daher kann man das nicht unbedingt als negatives Merkmal bezeichnen. Ich finde es cool, dass das Ding so einfach mit dem Strom zu verbinden ist. Und das machen wir jetzt einfach mal und dann richten wir das Ding einmal ein. Zunächst einmal braucht ihr die Audiocast-App. Die Audiocast-App gibt es natürlich kostenfrei im normalen App Store oder im Google Play Store. Das heißt, einfach runterladen und dann mit das Ding mit dem Strom verbinden. Und dann soll es eigentlich auch schon kinderleicht gehen. Ihr seht wirklich, die App ist gut strukturiert. Man kann sich hier einmal ohne Probleme durchklicken. Muss natürlich dann, wenn ein entsprechendes Gerät gefunden worden ist, einmal das Ganze mit einer Pairing-Taste bestätigen. Die gibt es auf dem kleinen Audiocast an der Seite. Einmal draufdrücken und dann wird man auch schon aufgefordert, sein WLAN-Passwort einzugeben. Das heißt, da wählt ihr dann euer WLAN-Netz aus, mit dem zukünftig auch das Streamen erfolgen soll, und gebt einmal das Kennwort ein und schon bekommt das Ding einmal ein WLAN-Signal zugeordnet. Das geht wirklich absolut flüssig. Bei mir hat es beim ersten Versuch geklappt. Ich hatte das Ding innerhalb von 3 Minuten eingerichtet. Ich habe es euch hier etwas zusammengeschnitten, mal im Hintergrund ja dargestellt, und das ist wirklich absolut flüssig. Da kann man nicht sagen, da kann man nicht meckern.
wirklich absolut top. Wenn man jetzt anfangen möchte zu streamen, gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Man kann sich erstmal Gruppen kreieren, man kann Räume kreieren in der App, man kann natürlich das Ganze auch etwas komplett smarter machen, man kann hier komplett auch über die App nur rein auf dieses Gerät streamen, Thema Spotify und so weiter. Aber man kann jetzt auch hingehen, kann in seine eigene Musikbibliothek reingehen, kann auf YouTube gehen und so weiter und kann dort Sachen via AirPlay oder allen anderen Übertragungsdiensten, hier beim iPhone ist es ja AirPlay, dann auf dieses Gerät übertragen. Ich habe das Ganze mal am Beispiel von YouTube gemacht. Man sieht hier immer unten den kleinen AirPlay-Button. Dort kann man auswählen Apple TV und so weiter. Und hier erscheint jetzt auch schon der Raum, den wir diesem Gerät zugeordnet haben. In dem Fall ist es einfach die Küche gewesen. Und man kann jetzt anfangen, Audio darauf zu streamen. Und wie sich das Ganze anhört, ob die Übertragung gut ist, das gucken wir uns jetzt einmal an. Willkommen. Ja, ihr seht, es geht wirklich absolut schnell, es geht flüssig, der Stream ist perfekt. Es kann manchmal sein, dass es eine Millisekunde dauert, das ist aber normal bei den Streaming-Systemen, dass die Übertragung manchmal so ein bisschen abweicht. Das hängt natürlich auch von der Signalstärke des WLANs ab und so weiter. Aber ich kann mich nicht beschweren, das Ding tut absolut das, wofür es da ist und die Soundübertragung ist absolut genial. Das hängt natürlich so ein bisschen auch von der Box ab, welche Box ihr hier verwendet. Wenn ihr hochwertige Lautsprecher verwendet, hört sich das immer noch mal ein bisschen anders an. Ich habe jetzt hier einfach eine kleine portable Box genommen, um mal den simpelsten Fall zu zeigen, den einfachsten, den günstigsten Fall zu zeigen, wie man sich jetzt hier ein kleines Multiroom-Audiosystem aufbauen könnte. Das soll es gewesen sein zum Audiocast. Wenn ihr Fragen, wenn ihr Wünsche habt für die nächsten Videos zu diesem Audiocast, bitte einmal in die Kommentare. Ich versuche wie immer alles zu beantworten und versuche natürlich dann gegebenenfalls wie auch hier ein Video zu euren Themen zu machen. Ihr könnt mich auch jederzeit direkt anschreiben, persönlich anschreiben. Dazu habe ich einmal in die Videobeschreibung meine Handynummer gestellt. Ihr könnt mich über den SL Messenger jederzeit erreichen. Heißt einfach einmal das Ding runterladen. Es gibt es für Android, gibt es für iOS und mich dann mit dieser Nummer, die ihr in der Videobeschreibung seht, als Kontakt hinzufügen, dann bekommt ihr den direkten Kontakt zu mir. Ich finde das viel, viel praktischer und ich finde es cool, dass so viele von euch schon das machen. Dann kann ich euch direkt antworten. Das ist viel praktischer, als über die ganzen Nachrichtenportale zu gehen. Deswegen ladet euch das Ding runter, fügt mich mit der Telefonnummer einmal hinzu und dann können wir direkt in Kontakt treten. Und bis dahin danke ich euch fürs Zuschauen. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da, dann verpasst ihr nichts mehr. Mehrfach die Woche alle News, Reviews, Tests und so weiter aus der Smartphone und aus der Technikbranche exklusiv für euch hier. Und bis dahin, wie gesagt, ich freue mich auf eure Nachrichten und freue mich auf das nächste Video mit euch. Ich wünsche euch bis dahin viel, viel Spaß mit der Technik. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Video. Ciao.